Hey ihr Robonauten und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von RoboCraft und heute haben wir die zweite Update-Folge zu dem Dawn of the Megabots Update und da möchte ich zum Anfang nochmal ein bisschen auf das Balancing eingehen, was sich geändert hat, das habe ich in der letzten Folge ja nicht geschafft und da haben wir einmal, dass die Ray Cannon jetzt eine 0,95 Sekunden Cooldown hat zwischen den Schüssen. Also das ist jetzt nicht der Cooldown, wenn eure Rays leer sind, sondern der Cooldown zwischen den einzelnen Schüssen. Ihr habt jetzt 4 Rays drauf, ihr ballert mit einer, dann müsst ihr fast eine Sekunde warten, bis ihr mit der nächsten nochmal schießen könnt. Das wurde jetzt geändert, um halt diese Massenschüsse zu, um das abzuschwächen, ne? Also wenn da einer jetzt 10 Ray Cannons drauf hatte, dann konnte er ja die 10 Ray Cannons so klack, 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 nacheinander reinholzen und dann habt ihr auch so richtig krass HP verloren, ne? Das wurde jetzt abgeschwächt. Wie gesagt, ab jetzt das Snipern wirklich Snipern. Es dauert ungefähr eine Sekunde zwischen jedem Schuss. Dann wurde der SMG-Schaden erhöht auf naher Distanz. Also je näher ihr jetzt mit eurem Bot, wenn der SMG halt an den gegnerischen Bot ranfahrt, je mehr Schaden macht ihr mit den SMGs. Von daher immer schön nah ran mit den Dingern. Außer natürlich der Gegner ist ein Heiler, dann bleibt auf die Entfernung, die seine Heilstrahlen haben und feuert von da aus. So, was haben wir noch? Unter weite Entfernung verlieren die SMGs jetzt Schaden. Das war im letzten Update auch schon so. Das wurde jetzt nochmal ein bisschen nachgebessert. Aber ich glaube, 80% Schaden machen die dann bloß noch auf großer Entfernung gegenüber der nahen Entfernung, wo es dann halt 15% mehr sind. So, was haben wir denn noch hier? Mit Long Range, but increased DPS at Close Range. Ja klar, das hatten wir jetzt schon gehabt. Der Schaden von den TX1-SMGs wurde erhöht. Da muss ich doch jetzt mal gucken überhaupt. Ich muss ja hier sowieso gucken. Ich wurde ja auch darauf angesprochen, im letzten Update habe ich vergessen, die Preise zu zeigen. Das machen wir jetzt natürlich noch, Freunde. So, dann gehen wir jetzt gleich mal rein. Wir gucken jetzt erstmal bei Hardware und schauen uns erstmal den Schaden von den TX10-SMGs an. Wo sind sie denn hier? Wo sind sie denn hier? Hier ist das Gerät. Das macht jetzt einen Schaden. Ach, guck mal, hier steht jetzt sogar die Reichweite. Das ist natürlich sehr schön. Das wird jetzt hiermit angezeigt. Also, bei einer Reichweite, also bei einer Schaden oder bei einer Entfernung des gegnerischen Bots, also da, wo die SMG dann Schaden macht, bei 160 Metern macht die 10.512 Schaden. Bei 320 Meter, also auf weiter Entfernung, macht die 8.410 Schaden. Das ist jetzt aber auch nicht so viel. Oh doch, vorher hat sie 7.000 gemacht, ne? Bloß 7.000 Schaden, was hat die alte gemacht? Ja, ganz genau. Also das wurde wirklich extrem hochgenommen. 10.000 Schaden ist natürlich echt heftig für so eine Mega-SMG. Böse, böse, böse. Und wie gesagt, auf große Entfernung ist es dann weniger. Gucken wir mal bei einer T10-SMG. Die macht jetzt auf naher Entfernung 4.891 Schaden und auf großer Entfernung 3.913. Interessant, interessant, interessant. Mal gucken, was haben wir jetzt noch hier, bevor wir denn zu den Preisen kommen. Die Nano-Range wurde jetzt um 18% verringert. Also der Heiler hat jetzt eine Reichweite von minus 18%. Okay, ist verkraftbar, sage ich mal. Und das war's dann eigentlich auch schon zu dem Balancing. Kann ich den Zettel hier wieder wegschmeißen, so, weg mit dem Dreck. Und jetzt gucken wir nochmal nach den Preisen, Freunde. So, wir haben als Neues gehabt, was dabei ist, die Wheels kennt ihr ja schon, 826.000. Dann diese Copper Blades, da müssen wir mal gucken, wo sind die Dreckdinger. Nanu, beim Movement sind die nicht mit drinne? Copper Blades? Ich hab sie doch schon erforscht. Hatte ich die nicht erforscht? Doch, ich hatte die erforscht. Da drücke ich jetzt mal T. Nee, ich hatte die nicht erforscht. Ach so, na okay, dann müssen wir das natürlich sofort erstmal nachholen. Die Rotor Blades hier, erforschen wir die mal alle, Mann. So, wollen alles haben. Haben genug Tech-Tokens, brauchen da nicht sparen. So, Freunde, und dann gucken wir doch jetzt mal in den Shop. Wo sind die Drecksteile? Hier sind sie. Das T10 kostet 1200 RP. Also 1200 RP kostet das T10 Blade. Gucken wir uns das Ding mal an. Hat eine Masse von 22,5 Kilo. Verbraucht 36 Flops. Das Ranking ist ganz schön hoch. Junge, Junge, Junge. Und eine Rüstung von 15.791. 15.791 Rüstung. Wie viel Rüstung hat so ein Katapillarteil? 20.000. Das T9er, das T10er hat eine Rüstung von 26.000. Also die Rüstung ist ordentlich. Vergleichen wir das mal mit einem Rad. So ein T10 Rad hat eine Rüstung von 7211. Also so ein Rotor Blade hat einfach mal die doppelte Rüstung gegenüber einem normalen Rad. Ist ordentlich, muss man sagen. Definitiv. Ihr könnt es ja auch mal vergleichen mit den Hoover Blades. Das wäre mal so ein direkter Vergleich. 10.000 Rüstung hat ein Hoover Blade. Also das Rotor Blade hat immer noch 5.000 mehr. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, Freunde. Dann wollten wir jetzt bei Special gucken. Wir wollten wissen, was kostet der Mega Seed. Der Mega Seed kostet 1 Million.
Den werde ich mir in dieser Folge aber definitiv noch kaufen. Ich werde in dieser Folge schon anfangen, mein Megabot zu bauen. Ich habe übrigens auch gerade wieder Premium drin, es gibt wieder einen Premium-Code. Guckt einfach mal ins Robo-Wiki, da stehen alle Premium-Codes drin, falls ihr mal wissen wollt, was ihr so noch eingeben könnt. Was haben wir denn noch? Oh schön, eine Deutschlandfahne gibt es mittlerweile auch. Die könnte ich mir vielleicht auch mal aufbauen, wäre ganz interessant. Welche Preise würden wir noch gucken? Ja, ganz genau, die Rüstung. Mal gucken, wo finden wir hier diese TX-Rüstung? Cube T3, T7, T9, T10. Ah, hier ist die TX-Rüstung. Also ein Block kostet da 23.000 Credits. Heftig. Echt übel. Nicht schlecht. Gab es sonst noch irgendwas Interessantes? Ist sonst noch irgendwas da, wo ich jetzt gucken müsste, was für euch interessant ist? Die anderen Preise kennen wir ja schon. Die haben wir auch eingesehen. Hier haben wir auch geguckt. Neue Ruder gibt es jetzt auch. Ab T4 kann man jetzt schon Flüge bauen. Nicht schlecht. Kann ich jetzt aber nicht erforschen. So viele T4-Punkte habe ich nicht mehr. Da müsste ich mir nochmal T4-Bot bauen. Okay, vielleicht in einer Lamecraft-Folge werde ich das dann nochmal tun. Ah, die Platten. Diese Megaplatten müssen wir uns noch angucken. Mal sehen, was die kosten. Hardware. So, da sind sie. Das sind hier so diese Megaplates für die Megabots sein. Da kostet eine 435.005 von. Und die TX1-Platte. Ja, das ist einfach bloß eine andere Bauform. Kostet dasselbe. Okay, die sind also alle gleich. Und ansonsten denke ich mal, haben wir jetzt eigentlich alles durch, dass wir jetzt sagen können, wir gehen mal ins Spiel. In dem Spiel selber ist ja jetzt auch ein neuer Screen, den hatte ich ja schon mal gezeigt, ne? Und was jetzt auch neu ist, ist diese Lobby. Die wurde auch nochmal verfeinert. Ihr seht jetzt hier das Tier, wie viele Roboter ready sind. Eine Summe davon, okay, wir können die Server einsehen, wir können die Zeit besser einsehen, das ist alles schöner gemacht. Die Runde startet dann jetzt auch und jetzt sehen wir dann auch mal, dass die Maps so verändert wurden. Die haben jetzt eine bessere Textur, die Map. Auch der Mini-Radar ist höherauflösender. Ne? Und ihr seht das jetzt auch schon, dass die ganzen Texturen in diesem Spiel viel höherauflösender sind. Ihr müsst jetzt auch immer länger warten, wenn ihr startet. Da hinten ist übrigens der Megabot, das ist dieser fette Hubschrauber, das ist der Megabot, das ist der TX-Bot, oder? Nee, das ist der... Ist das der Megabot? Warte, wie heißt der Megabot? Der Megabot... Ist gar kein Megabot mit dabei? Nö. In der Runde haben wir kein Megabot. Komisch. Na gut, dann muss es halt ohne gehen. Normalerweise hat man jetzt eigentlich in jeder Runde einen Megabot. Oh, habe ich das jetzt einfach verpennt. Naja, gut, egal. Was würde ich jetzt sagen? Ja, guck mal unten rechts auf den Radar rauf. Sehr hochauflösend jetzt. Man kann da wesentlich mehr drauf sehen von der Textur der Map. Die Texturen der Maps selber, wie gesagt, sind verschärft worden. Die sind hochauflösender. Und zusätzlich ist auch noch die komplette Performance wesentlich besser in dem Spiel. Also ihr habt jetzt viel weniger Lags. Ihr könnt die Grafik höher schalten. Es läuft einfach viel, viel besser. Ist natürlich super gemacht von FreeGem. Weil vorher musste man einfach mal sagen, für diese schlechte Grafik so eine hohe Hardwareleistung, die da gefordert wurde, das war in keinem Verhältnis zueinander. Und jetzt stimmt's wirklich. Also ich habe das Game jetzt hier auf einer höchsten Auflösung zu stehen und es läuft super, super flüssig. Echt eine schöne Sache. So, da vorne haben wir jetzt auch schon die ersten Gegner. Das sind zwei Hubschrauber. Die kriegen es auch gleich kräftig besorgt, finde ich gut. Baller ich da hinten mal rein. Vielleicht kann ich den Hubschrauber noch treffen. Jawohl, getroffen. 24.000 Schaden hat er gefangen. Super Sache. Jetzt räumen wir hier mal in den Cave rein und ihr seht auch, der Cave hier, der ist offener. Der ist auch für die Megabots offener gemacht, dass die hier durchpassen. Das ist für uns natürlich schlecht, wir können jetzt hier weniger Deckung finden. Wenn es jetzt in den Cave zu einem engen Kampf kommt, ist das schlechter für uns, gerade für uns mit einem Plasma-Bot. Das Titan Strike wird dann schwieriger zu spielen. So, die haben wir auch eine verpasst, das war ein Höchstschaden, das ging komplett auf die Schilde. Aber gut, drücken wir dann nochmal einen rauf und dann hat er schon 1000 Schaden bekommen, das ist auch noch ein bisschen wenig. Schade eigentlich. So, jetzt aber rein in die Schnauze. Das war, glaube ich, gar nichts. Okay, jetzt bleibe ich aber hier stehen. Also, jetzt reicht es mir hin. Ja, meine eigenen Leute blockieren mich. Ich komme hier nicht so wirklich mit allen Plasmas rüber, dass ich da jedem einen drücken kann. Jetzt haben wir aber schön getroffen. 32.000 Schaden sind da reingegangen. Die Gegner sind runter auf 6% und 16%. Da wurde mir der Freck kurz vorher geklaut. Also, eine Sekunde später, dann wäre es mein Freck gewesen. Schade, muss ich da jetzt wieder sagen. Aber es sieht gut aus für uns. Im gegnerischen Team ist schon über die Hälfte raus. Bei uns fehlt gerade mal einer. Das ist natürlich super. Jetzt müssen noch zwei Bots im gegnerischen Team drin. Die Runde werden wir definitiv gewinnen. Und guckt euch das mal an. Der hier vorne, der hat die Deutschlandfahne drauf. Was für ein schönen Schweif, die noch hinterher zieht. Das sieht doch toll aus, oder? Das sieht doch richtig toll aus. Mann, sowas Schönes. So, da hinten sind die letzten bleiben verbliebenen Bots. Ich schau jetzt da einfach mal so rein. Vielleicht treffe ich ja was. Nee, ich treffe nichts. Aber ich fahre in jedem Fall erstmal auf die zu. So wie das aber aussieht. Sind die schon im Arsch, bevor ich da bin? Die verlieren ja Prozente, das geht ja gar nicht. Meine Güte.
Da muss ich mich aber beeilen. Am besten, ich baue mir noch ein paar Trusts darauf, dass der gottverdammte Plasmaspender hier mal etwas schneller wird. Aber mehr oder weniger möchte ich eigentlich auch kein Geld mehr ausgeben für irgendwelche anderen Sachen jetzt. Ich will einfach mal endlich einen fetten Megabeut haben. So einen richtig dicken, fetten Megabeut. So fett wie mein Pimmel, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ich lasse es mal. Den werde ich auch nicht mehr erwischen, Der ist jetzt auch down, 0% hat er. Das wird nicht mehr lange dauern, bis der explodiert. Aber ich rotze einfach nochmal rein, vielleicht mit viel Glück treffe ich ja. Aber war jetzt leider nicht so. Warum fliegt er nicht auseinander mit seinen 0%? Ah, jetzt ist er auseinandergeflogen, okay. Team Victory. Schön, schön, schön. Das müsste auch kräftig Punkte geben. Es gibt ja jetzt allgemein wieder mehr RP. Wenn ihr spielt, schauen wir mal. 74.000 mit Premium, 37.000 wären es ohne Premium gewesen. Also definitiv wesentlich mehr wie vorher. Freunde, und dann würde ich mal sagen, dann gehen wir jetzt mal Tab in die Garage rein. Suchen uns unseren Gigantus Pornorösus raus. Hier ist er. Load Road. Weil der wird jetzt auseinandergenommen. Und in diese Garage werden wir unseren Megabyte anfangen zu bauen. Und das werde ich jetzt mal tun. So, weg den ganzen Scheiß hier. Der Gigantus Pornorösus lief sowieso nicht mehr aufgrund des Updates, weil das Radar halt mehr Platz jetzt wegnimmt. Und da ich das Radar ja immer genau reingebaut habe in den Sarkophag des Fahrers, kam da jetzt natürlich die Meldung, pass auf Junge, bei dir werden jetzt so bestimmte Blöcke gerade blockiert durch das Radar. Von daher muss ich den eh neu bauen, von daher nehme ich den jetzt auseinander und das wird dann auch gleich ein Megabyte. So, weg den ganzen Scheiß hier, das alles weg. Es ist ja sowieso mein SMG-Bot und warum soll mein SMG-Bot dann nicht ein Mega-SMG-Bot werden, ne? Also für mich persönlich passt das am besten. Ich habe dann gleichzeitig auch genug Blöcke schon mal, um direkt das Chassis zu bauen. Also so lange wird es ja nicht mehr dauern, da ich ja auch sogar eine TX-SMG schon habe, ne? Also ich werde mir dann 3 TX-SMGs aufbauen, das habe ich definitiv vor. 4 Räder brauche ich, die Blöcke und den Sitz. Okay, Freunde, gucken wir jetzt mal, holen wir uns mal die Blöcke. 496 haben wir ja jetzt wieder über. Na, ich fange mal nicht so weit vorne an zu bauen, oder? Ja doch, hier fangen wir an zu bauen, das ist okay. Setzen wir uns erstmal ein paar Blöcke hier hin. So, zack, zack, zack. Ich werde die nächste natürlich nicht fertig bauen, Freunde, keine Angst. Wir gehen gleich wieder ins Spiel und werden noch ein bisschen zocken. Ich möchte nur schon mal den Mega-Seed aufsetzen, um zu sehen, wie die Flops hochgehen. Fertig gebaut wird er denn eigentlich ohne Aufnahme. Wenn ihr wollt, dann baue ich ihn mit Aufnahme fertig. Schreibt es mir einfach in die Kommentare rein, falls ihr da nochmal irgendein Let's Play zu sehen wollt. Das für die Brotspinne, das war ja auch ganz okay. Das wurde relativ viel geguckt. So, gucken wir mal Spezial. Ach nee, kaufen müssen wir die natürlich erstmal. Spezial, so, rein mit dem Teil. Eine Mille. Ist das wirklich eine Mille jetzt? Ja, ist eine Mille. So, bei Cubes. Confirm. Jetzt haben wir das Gerät. Der Mega Seed. Setzen wir den einfach mal auf. Und jetzt gehen die Flops hoch. Flops mal 5 steht auch gleich da. 7060 Flops habe ich jetzt, um die hier zu verbauen. Um mir einen gigantischen, fetten Megaboy zu bauen. Schöne Sache. Alles klar, Freunde. Wieder zurück in die Garage. Den Plasmaspender ausgewählt. Na, wo ist er denn? Da ist er. Load Robo. So. Ja. Aber wie ihr seht, die Flops zählen natürlich nicht für alle Roboter, bloß weil ihr einen Megasitz baut, ja, kauft und den verbaut habt. Ihr müsst in jeden Roboter so einen Megasitz reinsetzen, um die entsprechenden Flops zu kriegen. Und wie ich schon beschrieben habe oder gesagt habe in der ersten Folge von unserem Update-Folgen hier zu diesem Dawn of the Megabots Update, auch in dem ich jetzt kein Megabot mit dabei. Schade eigentlich, in den letzten Spielen, die ich gemacht habe, immer Megabyte dabei. Ja, was würde ich sagen? Wie ich gesagt habe, ihr könnt dann aber keine normalen Waffen und so mehr verbauen, sobald ihr den Megasitz habt, ne? Ihr müsst dann diese Megateile verbauen. Das Einzige, was ihr verbauen dürft, sind die normalen Cubes und die normalen Schilde. Waffen definitiv nicht. Genauso wenig wie, glaube ich, die normalen Antriebe. Also ich glaube, es muss dann das Megarad sein. Da lege ich mich jetzt aber nicht fest, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Das werde ich ausprobieren, wenn ich den Megabit zusammenbaue. Auch in der Map jetzt hier, das ist diese behinderte Canyon Map, also nicht Canyon Labyrinth Map, sondern behinderte Canyon Map, seht ihr, alles ist breiter. Es ist alles viel, viel breiter, damit die fetten Megabits hier durchpassen. So, Freunde, jetzt schauen wir mal, wo sind wir hier überhaupt? Ah, wir fahren unten rechts, okay. Auch hier Veränderungen. Auch alles wesentlich größer jetzt. Da vorne ist dann die Brücke. Der Hügel zu der Brücke hin. Ich gucke jetzt mal hier rüber, ob ich da drüben vielleicht ein paar Typen gleich eins offenlaschen kann. Oh, irgendwie sehe ich niemanden. Doch, da ist jetzt... Wer ist ein SMG-Bot? Daher muss ich erstmal zurück. Der trifft mich auf die Entfernung natürlich wesentlich besser. Weil ich aber viel, viel mehr Schaden mache auf die Entfernung. Da hat es ihn auch schon eins gedrückt. 13.000 rein. Wunderschön, wunderschön. Schießen wir doch gleich nochmal rüber.
So, noch ein Treffer, nochmal 34.000 Schaden rein. Das lohnt, das lohnt, das lohnt. Ja, bleib ruhig da stehen, Kollege. Dann kriegst du halt noch mehr in die Fresse. Ja, er bleibt stehen, er bleibt stehen. Na, jetzt haut er ab. Ah, blöde Scheiße. Aber auf 78% ist er runter. Das ist schon mal ein Erfolg, das ist schon mal sehr gut. Jetzt kommen ein paar Gegner hier von rechts. Ich versuche mal, mein Team da zu unterstützen. So, da vorne ist einer, da vorne ist einer. Komm, den naschen wir eins auf, den naschen wir eins auf. Und Feuer, und da hat er es auch gekriegt. 76.000 Schaden, das kann sich sehen lassen, das ist ordentlich. Jetzt haben wir da nochmal einen Hoover, auch der hat es kräftig besorgt gekriegt. 18.000 Schaden rein. Den nehmen wir auseinander, den Kollegen. Was, 933 Schaden, was soll denn die Scheiße? Das ist ja eklig, ist ja das. So, jetzt aber Feuer. Und, oh, ich kann es gar nicht sehen, die Zahlen, die überschlagen sich. Hier haben wir einen Heiler, den haben wir auch nochmal schön ins aufgenascht mit 40.000 Schaden, über 40.000. Ja, soll er doch ruhig da bleiben. So, der hat auch einen Volltreffer gekriegt, fast 60.000 Schaden für ihn. Damit ist er runter auf 66%. Komm her, Junge, dasselbe kriegst du gleich nochmal. 89.000 Schaden, wunderbar, das läuft, das läuft, das läuft. Jetzt drücken wir doch mal dem Heiler eins. So, der hat auch nochmal 30.000 verpasst gekriegt. Das kann sich sehen lassen. So, brechen wir durch. Jetzt kriegt der Heiler nochmal eins und da haben wir ihn direkt ge-one-hitted. Schönes Ding, da ist er raus. So, wie das sein muss. Wo sind die nächsten Heiler? Ich sehe leider relativ wenig, da mein Heiler mich hier komplett blocken tut. Aber das war der nächste Frag, das war der nächste One-Hit, den wir geschossen haben. Schönes Ding, jetzt hat unser Kollege hier einen One-Hit geschossen. Geil, 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 geil. Jetzt drücken wir doch dem da drüben noch eins. Jawohl, 31.000 hat der verpasst bekommen. So, ihr Schweine. Da, der nächste Treffer, 27.000. Aber der Heiler ist noch im Hintergrund, der schafft das aber nicht. Dafür machen wir zu viel Schaden, dass der das schafft, hier alles zu heilen. Jetzt war er zu nah dran für unser Plasma. Ich fahre nochmal ein Stück zurück. Aber vorher hat mein Kollege das ganze Ding schon beendet. So, der nächste Frag. Damit drei Frags hier für den Plasmaspender. Die Karre läuft richtig gut, muss ich sagen. Das gibt jetzt ordentlich Punkte für uns, gerade da wir ja auch noch Premium haben, Freunde. Schönes Ding, jetzt versucht er abzuhauen, aber da sind wir natürlich hinterher. Nochmal 5.000 Schaden rein. Es hat aber nicht gereicht, es hat aber nicht gereicht. Er konnte flüchten und jetzt holt sich unser SMG aber wahrscheinlich den Frag hier weg. Da können wir nichts mehr gegen machen. Ach, was ich euch auch nochmal zeigen wollte, da wir den sowieso nicht mehr kriegen, ist das neue Flippen. Das ist jetzt das neue Flippen, wenn ihr auf dem Rücken liegt. Ihr seid dabei echt extrem verwundbar, also passt auf, dass ihr nicht mehr auf den Rücken fällt. Das Schöne ist natürlich jetzt, dass euer Robo sich nicht 10.000 Mal mehr drehen tut, sondern einfach mal dann direkt auf den Rädern wieder steht. Aber wie gesagt, ihr seid ja verwundbar und jetzt merke ich gerade, Mensch, der Plasmaspender hat nicht genug Kraft, um diesen Hügel hier hochzukommen. Das ist aber echt mies, da muss ich erstmal Anlauf nehmen. So, jetzt komm, Kollege, mit Anlauf schaffen wir es, da ist alles drin, wir holen uns doch noch. Ich wollte gerade sagen, wir holen uns doch noch ein paar Capture Points, aber der kommt hier wirklich nicht hoch. Fehlt mir ein Rad? Nö, mir fehlt doch kein Rad. Warum kommt denn die Karre da nicht hoch? Was ist denn das für ein Scheiß? Willst du mich jetzt verarschen, ihr Plasmaspender? Du wirst aber genug Power haben, um da hochzukommen. Also jetzt muss ich dem echt noch ein paar Thruster spendieren. Der braucht definitiv Thruster. Also das geht nicht, dass wir durch solche Berge hier nicht mehr hochkommen. Das kann sich nicht sehen lassen. Ganz und gar nicht. Ach, und den Steinberg hier. Ich wollte gerade sagen, den Steinberg kommt er hoch, oder was? Aber wenn man ein bisschen schräg fährt, dann kommt er den hoch. Ja, alles klar. Na gut, na gut, na gut, na gut. Da müssen Thruster rein. Das lässt sich jetzt nicht ändern. In der Eifer des Gefechts, da kann man nicht so dolle drauf gucken, dass man jetzt im richtigen Winkel den Berg hochfährt. Da muss man feuern, da muss man fracken. 100.000 Credits hat das ganze Ding jetzt hier gegeben. Das ist natürlich super toll. Somit kommen wir natürlich richtig, richtig schön schnell zu unserem Megabolt. So zusammengerechnet wird der mich kosten. Cubes brauche ich mehr kaufen. Die Räder, sag mal, für die Räder gebe ich 3 Millionen aus. SMGs nochmal 3 Millionen. Also so 6 Millionen muss ich mir zusammenspielen. Da werde ich nicht drum rumkommen, um den Megabolt zu vollenden. Aber wir werden ihn immer so nach und nach aufbauen. Von daher wird das auch eine ganz interessante Geschichte werden, Freunde. So, zu guter Letzt wollen wir doch jetzt nochmal den Challenge-Mode hier ausprobieren. Das bedeutet ja, wir spielen mit 4 T10ern gegen eine Masse von Tier 4 bis 5ern. Das finde ich natürlich super interessant. Mal sehen, wie das funktioniert. Challengers, so Tier 7 sind 2 da, jetzt 3. Oh, das wird wohl ein bisschen dauern, bis wir da reinkommen. Naja, da kann ich ja erst noch mal einen Schluck trinken. Ich habe ja schon wieder langsam aber sicher hier eine echt trockene Fresse. Oh, schönes Ding. So, jetzt geht's los, super Sache. Wir sind 4 T10-Bolts gegen, oh, die sind schon T7, meine Fresse. 4, nochmal 4, nochmal 4, ich glaube zu 10, 12 Bolts, gegen die wir spielen müssen. Das Ding ist jetzt hier. Aha.
Also, der Capture Point ist jetzt nicht mehr in der Mitte. Der Capture Point ist jetzt, so wie es aussieht, an einem äußersten Punkt der Map. Aha, was haben wir so alles dabei? Ein Hover, noch ein Plasma-Hover, ein SMG-Hover und dann halt ein Heil-Hubschrauber. Naja, gar nicht so verkehrt. In jedem Fall haben wir einen Heiler dabei, das ist schon mal richtig viel wert. So, der Challenge Battle startet. Ich stelle mich jetzt einfach mal hier oben hin und werde mal schauen, was mir so entgehen kann, was ich denn so wegfranken kann. Ich könnte natürlich eigentlich auch auf meine Sniper-Position fahren. Oh, von da hinten wird schon gesniped. Ich rotze da einfach mal rein. Vielleicht habe ich ja das Glück, was zu treffen. Aber sieht nicht so aus. Jetzt kommt das Plasma von oben. Da sind definitiv ein paar Bomber mit dabei. Zum Glück haben wir SMG-Bots mit drin. Ja, gucken wir mal. Bis jetzt sehe ich noch nichts außer 10.000 Sondern Laser. Verdammte Axe, ey, verdammte Axe. Ah, jetzt kommen sie von da oben, die Bomber. Gut, bleiben wir ein bisschen zurück. Bleiben wir einfach ein bisschen zurück. Der will wahrscheinlich über rechts reinfliegen. Unser SMG-Bot ist da schon im Gefecht. Sieht auch so aus, als hätte er leichte Probleme. Ich komme ihm besser zur Hilfe. Da vorne sind jetzt wohl irgendwelche Walker, so wie ich das gehört habe. Ich habe mir vorher auch mal die Trusts einbauen können. Nee, der Plasmaspender ist echt ein bisschen langsam seit dem Update. Ich glaube, die haben da irgendwie die Räder nochmal hier fix und haben das nicht angegeben, die Schweine. So kommt es mir jetzt in jedem Fall vor. Da haben wir jetzt einen SMG-Hover. So, der hat schön erstmal 17.000 gedrückt bekommen. Ach, das ist kein Hover, das ist ein Hubschrauber. Ja, schießen wir mal nochmal. Der Schuss war nicht so gut, der war definitiv nicht so gut. Um ehrlich zu sein, war er scheiße. Jetzt kommt hier vorne ein Tank, das ist natürlich schön. Oh, oh. Da hatten wir jetzt einen Whale Walker, den haben wir direkt mal weggenascht. So, du kriegst es natürlich auch noch besorgt, oder auch nicht? Oh, und einer von unseren T10-Bots ist schon raus. Was hat der denn, Mann, gemacht, dass der jetzt schon raus ist? Das gibt's doch gar nicht. Oh, wir kriegen es aber hier kräftig besorgt. Unser Heiler ist jetzt auch down. Das ist natürlich... Also so hätte ich jetzt das nicht erwartet alles. Wir kriegen ja doch ganz schön aufs Maul. Also die T7er, die sind fit, die Jungs. Die sind echt fit. Ich habe da noch zwei Plasmas. Auch der Plasma-Hover wird da stark auseinandergenommen. Jetzt nochmal ein zweiter Frag von mir. So, den Bomber kann ich auch nochmal treffen, aber es sieht nicht gut aus für unseren Plasmaspender. Es sieht definitiv nicht gut aus. Jetzt ist meine Bewaffnung weg und der Plasmaspender selber ist auch weg. Also trotz 4 T10-Bots, Freunde, ist das Ding hier echt nicht einfach. Zwei Frags und diese zwei Frags kamen von mir. Das ist eigentlich ein bisschen blamabel, sage ich mal, für die anderen Teamkollegen. Also schämt euch was. Schämt euch echt was. Ihr Schwuchtel. So, was gibt's an Credits? Naja, wenigstens noch 36.000 Credits abgeerntet. Besser wie nix, damit sind wir schon wieder bei 700.000. Ja, Freunde, und dann würde ich mal sagen, die Folge geht jetzt schon wieder gute 23 Minuten. Von daher machen wir jetzt erstmal wieder einen kleinen Cut. Wie immer würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Über ein Like und ein Abo tue ich mich natürlich immer riesig freuen. Also, Freunde, bis dahin, habt eine schöne Zeit und ciao!